Dann ist hier auch nicht so Mords im Grasgewucher hier. Weil irgendwann stört es schon. War ich in der Höhle schon mal? Kommt hier auf einmal her. Wo kommst denn du her? Das Eisen hau ich hier gleich mal raus. Wenn es schon so praktisch hier rumliegt, das Zeug. Wieso denn nicht? So. Ein tiefes Loch. Naja, so tief auch wieder nicht. Bisschen Kohle ist noch drin, aber mal drauf. Geschissen und so, ihr wisst ja, muss ja nicht. Hab ja noch genug. So, dann haben wir hier wieder ein Schaf. Einen Kandidaten zum Nackig machen. So. Ah, ist das cool. Ein unendlicher Wolle-Nachschub hier direkt vor der Tür. Kann ich mir hier eine Gummizelle bauen. So, wie viel habe ich denn jetzt schon wieder eingesammelt? Haben wir alle 37 Stück. Leck mich am Popo. Muss ja auch mal gesagt werden. Dass es eigentlich nicht gerade wenig ist. Und vor allem, ich glaube, das geht so schnell mit dem Nachwachsen. Gut, die kriegen dann nur eine Wolle, aber hallo? Wenn es wirklich so schnell geht, dann ist Wolle ein unendlicher Rohstoff mittlerweile. Oder nichts mehr Besonderes. Aber ist ja auch nicht schlecht. Weil dann... Weil man eigentlich viel aus Wolle machen kann. Vor allem, wenn man die Farbstoffe hat und so. So, dich lasse ich noch ein bisschen wachsen. So. Dann gehe ich mal auf Suche nach Viechzeug. So. Die rennen alle hier rum, oder? Ganze Viecher. So, nebenher sehen wir natürlich ein Schaf und machen wir das platt. Oder nackig. Du bist immer noch nackt. Schön zu sehen. Oh, ich kann nicht mehr laufen. Und zum Essen habe ich auch nichts dabei, oder wie? Verarschen. Jetzt hole ich mir noch schnell was zum Essen. Nicht, dass ich hier vom Fleisch falle. Ah. Hört sich ja ekelhaft an. Nach wie vor. So, hoch hier. So, Tür auf. Tür ist. Und jedes Mal habe ich den beschissenen Zaun in der Hand. So. Das will ich nicht mehr. Jetzt lege ich den Zaun weg. Oh, da hätte ich auch noch 13 Stück gehabt. Was soll's. So, Eisen kommt hier rein. Ach, das Holz habe ich ja auch noch. So, Wolle. Was suche ich denn? Ach, was zum Essen? Habe ich nichts mehr. Muss ich Brot mampfen, ne? Außer ich habe noch was im Ofen. Von der letzten Massakrierung. Aber sieht wohl nicht so aus. Wo ist mein ganzes Fleisch hingekommen? Kann ja nicht sein, dass ich das alles schon gefressen habe. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Nee, habe ich wirklich zusammengemampft. Ja. Muss sich der Junge halt mit Brot und Wasser zufrieden geben. So. Zack. Eigentlich habe ich eigentlich eh schon sehr viel gegessen. In der Spielzeit. So, drei Stück reichen.
Dann muss ich wohl oder übel, wenn wir vom der Suche nach Nutzvieh wieder zurück sind, muss ich wohl oder übel mal wieder hier abernten. Und wieder Dings machen, so. Neubepflanzung. Weil die Viecher, das will ich ja dann auch ernähren können. Um lecker Fleisch zu kriegen. Ein Schwein! Zwei Schweine! So, perfekt. Geht ja schon gut los. Ja, Schwein, du musst mich jetzt nicht unbedingt gleich schubsen. Komm hoch hier, danke. Ja, noch zwei Schweinis. So, danke, danke. Noch ein Schwein in der Nähe. Ja, da hinten sehe ich eins noch rumhüpfen. Kommt, meine Schweineherde. Dann habe ich hier ein paar Schweinis. Immer noch vier Stück an der Backe. So, hier rüber geschwommen. Und die Schweinis mitgenommen. Dann brauche ich noch ein paar Rinder. Wie brav die mitkommen. Schön. Oh, Schaf, du kommst nicht mit hier. Schweine. Nee, nicht du, Schaf. Nee, alles, nur nicht du. Verfluchte Axt. Schwein, komm. So. Brav. So, haben wir jetzt alle dabei? Blödes Schaf leider auch. Hier geht's rein. Na gut, schmuck's mal halt das Schaf ab. Hilft ja nicht. So, dann haben wir die hier drinnen. Hup, machen wir zu. Erstmal gibst mir du die Wolle, was du am Körper hast. So, ein nur. Na komm, Schaf. So. Danke für die Erfahrungspunkte. So, jetzt brauche ich noch ein paar Rinders. Und dann kann ich hier anfangen zu züchten. Oh, Schwein. Kommst du her? Schweini. So. Ich dachte mir schon, dass es zu wenige sind. Hab mich Schweini aus den Augen verloren. Habe ich fünf Schweine. Perfekt. Ist ja schon mal praktisch. So. Dann geht's auf die Suche nach Rindern. Na, wenn es nicht schon wieder dunkel werden würde, bringe ich mich lieber in Sicherheit. Ich will nicht gefressen werden. Dann geht's auch los wieder mit Ernten. So einen richtigen Bauerntag heute. Gut, ein bisschen haben wir auch schon wieder die Landschaft verschönert. Ist auch gut so. Muss ja auch mal sein. So. Ja, vielleicht zwänge ich mir doch ein paar Schafe zusammen. Dass ich hier munter, wie soll ich sagen, züchten kann. Aber das muss ich dann in dem Grasareal machen, da wo noch ein Haufen Gras rumsteht. Oder ich erstmal einen Haufen Gras anpflanze, bevor ich die Schafe hole. So. Bevor dass ich hier nutzlos jetzt vorbeirenne, mache ich dich nackt. Danke. Wenn du schon Wolle hast, dann musst du sie auch hergeben.
Gut, was erzähle ich denn jetzt? Weil ich jetzt eigentlich nur am Rumlaufen bin und am Suchen. So, da ist noch ein Schaf. Ah, ich glaube, mit Wolle kann man da noch einiges basteln. Vor allem, wenn wir dann genügend Farbstoff haben. Ah, Lehm könnte ich auch mitnehmen, dann haben wir das auch gleich. Ist ja perfekt. Hier ist ja alles möglich. Ah, ich verreck schon wieder. So, hol Luft, Junge. So. Habe ich Lehm auch wieder. Dann können wir auch den Lagerraum weiter vollenden. So. Nackt. 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 Gut, dass hier so viele Schafe sind. Hier sind wirklich jede Menge Schafe. Und da bauen wir dann irgendwann mal was Schönes. So, pup. Da ist eine Herde Kühe. Perfekt, dann haben wir das auch gleich erledigt. So, eine Wolle. Dann haben wir endlich alle Viecher auf unserer kleinen Farm. So. So, jetzt muss ich hier irgendwo zurückkommen. Ohne zu viele Schafe mitzunehmen. Aber es wird, glaube ich, schwierig. So, drei Kühe habe ich noch an der Backe. Und zwei Schafe. Na super. Läuft ja mal wunderprächtig. Alter. Also Schafe könnte ich hier en masse mitnehmen. Habe ich jetzt zwei Kühe verloren? Kuh. Sind es jetzt mehr? Muss ich dann nochmal kurz durchzählen? Tatsache, es ist eine Kuh mehr geworden. Wieso nehme ich hier so viel Schafe aus Versehen mit? Oh mein Gott, so viele Tiere. Eine Heerschar an Tieren umzingelt mich. Gut, ich habe schon mehr Schafe als Kühe dabei. Ah, ich blicke hier nicht mehr durch. Zum Glück kommt da endlich mein Häuschen. Aber jetzt eine Kuh wieder verloren. Naja, drauf geschissen. Kann ich mir ja später wiederholen. Ach, ich dürfte das Laufen aufhören. Das wird's sein. Ich laufe einfach zu schnell. Zwei Kühe. Wo ist jetzt die dritte Kuh hingekommen? Kommt schon. So. Muss ich halt eine Schaf-Notschlachtung machen. Hilft sich alles nichts. Es sind aber schon weniger geworden und Minecraft ruckelt sich mal wieder einen ab. So. Dann geht's hier mal hoch. Ja, die Kuh hole ich dann. Die Kuh hüpft da unten noch blöde rum. Komm schon. So, dann habe ich hier mal ein bisschen Ruhe.
Huch, da ist die Tür, oder? Nee, hier ist sie. Zum Glück, so. So. Schafnotschlachtung. Nachdem, dass ich sie enthaart habe. So, und Brot brauche ich auch schon wieder.